Wir begrüßen euch zu unserer neuen Videotrainingseinheit. Thema heute: Ballkontrolle 2.0. Das erste Video zur Ballkontrolle 1.0 haben wir euch am Ende des Videos verlinkt. Für diese Übungseinheit braucht ihr folgendes Material: 1 bis 2 Bälle, einen Stuhl, 2 bis 4 farbliche Markierungen, Hütchen, Socken, Becher oder legt einfach farbige Blätter unter die Stuhlbeine. Und eure selbstgebastelten Minitore aus der vorherigen Einheiten könnt ihr diesmal auch gut gebrauchen. Platziert den Stuhl in der Mitte des Raumes und markiert euch mit Farben 2 Rassen an den jeweils 2 Beinen des Stuhles. Mögt ihr es etwas schwerer, könnt ihr euch jedes Stuhlbein eine eigene Farbe zuordnen. Dies zeigen wir euch im späteren Verlauf des Videos. In Level 1, welches heute das Aufwärmen darstellt, kontrolliert ihr den Ball in U-Form am Stuhl entlang. Benutzt beide Füße und eure Fußsohle für mehr Kontrolle. In Level 2 spielt ihr den Ball durch eine farbige Rasse. Habt ihr hier einen Trainingspartner oder Familienmitglied am Start, lasst euch die durchzuspielende Farbe ansagen. Danach kontrolliert ihr den Ball wieder zur anderen Seite. In Level 3 besteht eure Aufgabe darin, durch eine farbige Rasse zu spielen und danach in eines der beiden Minitore abzuschließen. Auch hier könnt ihr euch Ansagen geben lassen, welche farbige Rasse oder welches Tor. Nehmt euch auch etwas Zeit für freies Spielen, seid kreativ, spielt euch die Beine und baut Finden in eure Bewegungen ein. Und belohnt euch mit erfolgreichen Schüssen auf die Minitore. In Level 4 haben wir den Schwierigkeitsgrad erhöht und jedem Stuhlbein eine Farbe zugeteilt. Das ermöglicht zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Pendelt den Ball zwischen euren Füßen hin und her. Auf Kommando spielt ihr durch die angesagten Farben und schließt durch das ebenfalls angesagte Tor ab. Im hier gezeigten Beispiel waren die Kommandos folgende: Weiß, Rot, Freiburg. Habt ihr keinen Partner am Start, setzt euch eure eigenen Ziele. Wie bei so vielen Farbspielen lässt sich der Schwierigkeitsgrad nahezu endlos steigern. 2 oder 3 angesagte Rassen zum Durchspielen, bevor man das angesagte Tor bekommt, sind hier nur ein Beispiel. Wichtig ist Spaß, eine gute Orientierung und dass man sich mit der Situation nicht überfordert fühlt. Tastet euch hier langsam und mit Bedacht an eure Grenzen. Das heutige Bonuslevel ist eine weitere Variante von Koordinationsübungen. Stellt euch frontal zu eurem Partner. In Variante 1 berührt ihr hinterrücks eine euch mitgeteilte Farbe. Danach könnte ein Kommando Pass kommen, bei dem ihr einen Pass zurückspielt. Weitere Möglichkeiten sind, einen Ball zugeworfen zu bekommen und oder danach in eines der Minitore abzuschließen. Die Übung ist besonders gut, um sich den Blick nach oben anzugewöhnen. Unsere heutige Challenge ist eine gute alte Bekannte. Jongliert den Ball so oft und so lange wie möglich. Auch hier bietet es sich an, gleich mit beiden Füßen zu üben. Setzt euch ein Zeitlimit von 5 Minuten.
Wie ist eure Höchstpunktzahl? Wir hoffen, euch hat unser neues Video gefallen. Zum Schluss noch viel Spaß mit dem Witz der Woche. Bleibt gesund und in Bewegung und denkt daran, der springende Punkt ist der Ball. Die neue Spielerin stellt sich vor, der Trainer notiert ihre Daten. Wann hast du Geburtstag? Fragt er sie. Am 2. April. Welches Jahr? Fragt der Trainer. Jedes Jahr.